Gut, dass wir hier eingebrochen sind. Aber wenn er hier nur ein ganz normaler Zivilist ist, dann kann ich ja diesen hier machen. Ich kann einen schwarzen Bildschirm produzieren. Da musst du das Spiel kurz überlegen. Es geht der Rechner aus. Krass. Ich meine, das hat ja sowieso keine Konsequenzen, aber ich kann... Ah, der Rechner ist sogar noch... Hey, der Hive-Announcer. Wasserdruck, das kennen wir. Kurbeln Sie Ihr Sexleben an mit Potentior. Haben Sie es satt, dass sie ständig mehr will? Und das nur, weil Sie nicht der Mann sind, der Sie eigentlich sein sollten? Vertrauen Sie auf die geheimnisvollen Kräfte des Balkans. In allen baltischen Staaten ist Portua Nummer 1 unter den Potenzmitteln. Es wirkt garantiert. Sonderangebote. 4 für 1. Bestellen Sie Potentia jetzt. Wir schenken Ihnen 3 zusätzliche Fläschchen. Und für einen begrenzten Zeitraum legen wir sogar noch ein Potentia-Strandbadetuch obendrauf, damit Sie der Welt zeigen können, was Sie nach dem Schwimmen vorhaben. Potentua, kurbeln Sie Ihr Sexleben an. Ja, die klingen auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig. Ich kann hier den Wasser wieder aufdrehen. Ist eigentlich gar nicht gut, so viel Wasser zu verschwenden. Ich habe ja... Warum hat er eigentlich 2 grüne Tonnen in seinem Apartment stehen? Generell und überhaupt, was hat er hier für lustige Sachen an der Wand hängen? Naja. Naja. Ach, guck mal, hier hängen Fahrräder. Ja, das kenne ich. Wenn man irgendwie Wohnraumknappheit hat, dann muss man sein Fahrrad auch so komisch schräg aufhängen. Das ist... Das sieht man öfter. Auch wenn es total unpraktisch ist, das Fahrrad da runter zu hängen. Das ist es. Verwandte von mir haben das so. Oh, guck mal, hier ist noch ein Türschloss, aber hier ist eine Nutte. Die muss ich leider erst... Okay, Jensen schlägt auf Frauen. Ja, das ist mir auch noch so aufgefallen. Oh, was, kein Geld dabei? Bis jetzt sind wir eigentlich keinen weiblichen Wachen begegnet oder so. Man könnte ja irgendwie denken, dass irgendwie so aus Gleichberechtigungsgründen noch irgendwelche Kampffrauen da irgendwie mal eventuell beim Militär mitmachen wollen, aber nein. Oh, Klasse 5, da werde ich auf jeden Fall entdeckt. Da kann ich erstmal... Na, ich hätte den anderen Weg erstmal gehen müssen. Jetzt ist es doof. Ich hoffe, da war ordentlich was drin. Ah. Zugriff gewährt. Naja, 50 Erfahrung. Na, okay, war jetzt nicht so der Hammer. Ja, ja, geheimer... Oh, guck mal, ein New-Virus, ein Hacker. Hallo. Bleib nicht hier, Lao Wei. Diese Stadt ist gefährlich. Vor allem die Lower City. Zu viele Gruppen kämpfen um die Vorherrschaft. Ja, und mal dann denken, den Rechner sperren. Hive-Adam. Ja, bin dabei. Ach nee, Quatsch. Hey Mann, heute Abend ins Hive. Ich treffe Layla und ihre Freundin. Ein paar davon sind ziemlich hübsch. Yo, bin dabei. Ich kenne ein paar von Laylas Freundinnen. Toll. Kommen Sie ihr Sexleben an. Och, gibt schon wieder Strandpartytücher. Ja, der komische Typ im Radio schreit immer noch so. Dann gucken wir uns mal das letzte Relay an, nachdem wir jetzt schon die Potenzwerbung gesehen haben. Das finde ich wiederum schön, dass sie da so eine kleine Details reinmachen wie Spam-Mails. Weil in... Boah... Ich weiß gar nicht, kommt man in TextX1 schon auch schon E-Mails lesen? Ja, ich glaube, irgendwas kommt man auch am Rechner lesen. Und welche Nachrichten auf jeden Fall. Und da war nie Spam dabei. Da war immer alles ganz... Da hat der Spam-Filter richtig funktioniert. Nicht so wie hier, wo irgendwie alles den Bach runtergeht. Ah, Spam-Filter. Meine Spam-Filter-Liste für meinen... Also ich habe ja viele Mail-Accounts. Das muss man heutzutage ja auch haben. Für Beruf, wo Geld hinter ist. Also wenn man bei Amazon was bestellen möchte oder Paypal. Hab ich auch einen extra E-Mail-Account. Dann hast du noch einen extra E-Mail-Account für irgendwelche Spieleanmeldungen und, und. Also ich habe zumindest 5, 6 E-Mail-Accounts. Einen für YouTube und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich auch eine Spam-E-Mail-Adresse, die ich halt immer bei irgendwelchen Browser-Games und alles, was mir nicht so wichtig ist, wo kein Geld hintersteckt, angebe. Und die Mail-Adresse, die kriegt, die hat eine richtig, also die kriegt kein Spam mehr, weil mein Spam-Filter mittlerweile recht ausgereift ist. Aber die Spam-Filterliste ist echt verdammt lang, weil ich die ja mal ab und zu mal erweitern muss, wenn mal Spam aus neuen Ecken, kommt und... neue Ecken. Aus einer neuen Ecke, würde ich sagen. So. Was haben wir hier für ein hübsches System? Hübsches System. Ich kann nicht richtig reden. Toll. Machen wir erstmal den Spam und das Ding hier. Und ach, das müssen wir eigentlich auch machen. Dann machen wir das Klasse 3 Ding hier wieder. Und dann machen wir das Ding hier noch nebenbei. Und das hier. Oh, das ist ja ein knappes, zeittechnisch knappes System. Zugriff gewährt. Aber gab mal 200 Erfahrung und einen grauen Hut. Ausgezeichnet. Oh, das ich versuche weg. Sie jetzt zu orten. Dürfte nicht allzu lange dauern. Oh Mann, ey. Und genau deswegen sollte man... Ich hab sie. Jaya versteckt sich in einem Apartmentgebäude, das Hengsha Court Gardens im Yuzhao Viertel. Da steht Bildhauer ich machen die vor. Koordinaten. Gehen Sie zu ihr und treiben Sie Ihre Schulden ein. Na toll. Was ich gerade sagen würde, das ist der Grund, warum man der Polizei nicht so viele Befugnisse geben soll. Nicht weil man, also auch, weil man wahrscheinlich vermuten muss, dass irgendwelchen tollen politischen, dass irgendjemand A, die Sachen missbraucht, der da direkt dranhängt. Oder aber das Dritte, weil die Jungs das nicht richtig absichern können. Warte mal. Sind das hier nicht die Alice Garden Pots? Karte. Na. Metrostation? Das ist ja toll. Was ist hier für ein Keller? Oh oh.
Hangshaw Quad Guns. Nee, ich brauche ja die Alice Garden Pots. Ach, das. Ach so, das ist wieder da, wo ich vorhin eingebrochen bin. Warte mal, wo war denn? Ich hatte doch irgendwo diesen tollen Zugang zum Fahrschulschacht. Den könnte ich jetzt ja mal nutzen. Was ich sagen wollte, und also, wenn man die Polizei mit Befugnissen ausstattet, die irgendwie vielleicht ein bisschen über das hinausgehen, was man so für einen Rechtsstaat eigentlich bräuchte, oder wenn man diese Befugnisse eigentlich nur für wenige Sonderfälle bräuchte, sollte man sich das ernsthaft überlegen. Weil aus den bekannten Gründen, also missbraucht wird ja immer was. Immer. Da kann man sich echt drauf verlassen. Und wenn irgendwelche Polizeipräsidenten behaupten, ja, 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 wir machen das ganz ehrlich, und dann hat man auf einmal 100.000 Telefonanfragen in Dresden, um was aufzuklären? Moment, Medikamentenschmuggel war's? Ah, das war ja der Staatsregierung, das war ja gar nicht die Handyabfrage, aber damit haben sie ja auch irgendwie Autodiebstahl aufgeklärt, wo sie vorher noch gesagt haben, wir wenden das nur für schwerste und allerschwerste Verbrechen an. Um mal ein paar deutsche Beispiele zu nennen, weil ich mir die gerade im Kopf sind. So, genug von der Politik, aber das ist das Schöne an Deus Ex. Also Deus Ex ist ja eine Dystopie und beschreibt so ziemlich den schlechtesten Fall, wo ich irgendwie dunkle Ahnung habe, dass unsere Welt, so wie sie jetzt gerade ist, auch irgendwie ziemlich mies in die Richtung geht. Deprimierend eigentlich. Dass eine Dystopie zur Realität wird. Übrigens war ich in der Bude schon. Letztes Mal war hier keiner. So, mal sehen, was wir mit ihr reden können. Hallo, Jaya. Wer sind Sie? Noch einer von Tongs Schlägern? Verschwinden Sie! Ich habe ihm gesagt, ich bezahle nicht! Was Tongs Geld antreiben? Achso, ist jetzt die Quest mit Jaya reden. Diplomatisch. Kalt. Das ist nichts Persönliches. Na, wir sind heute mal diplomatisch. Ich bin ja wie immer freundlich. Ich meine, ich bringe sowieso keinen um. Hören Sie, ich weiß, die Situation ist schwierig und ich mache das auch nur ungern, aber Tong will das Geld, das Sie ihm schulden. Oh, Sie Ärmster. Haben Sie ein schlechtes Gewissen, weil Sie die Drecksarbeit für ihn erledigen? Soll ich Sie jetzt bedauern? Nennen wir das Kind doch beim Namen. Sie sind hier, um mich zu bestehlen. Stehlen? Sie haben eine Augmentierung bekommen und müssen sie bezahlen. Das ist zwar bitter, aber von Stehlen kann ja wohl keine Rede sein. Sind Sie wirklich so naiv? Bei Tong zahlt man nicht in Raten. Bei Tong zahlt man, bis man schwarz wird. Schade. Hören Sie, ich hatte gerade als Maklerin angefangen. Die meisten meiner Kollegen kommen aus reichen Familien. Sie haben sich durch Augmente einen unglaublichen Vorteil verschafft. Auf legalem Wege hätte ich mir das niemals leisten können. Also haben Sie sich mit den Triaden eingelassen? Ich habe nicht studiert, um mit leeren Händen dazustehen. Als ich genug Geld verdient hatte, wollte ich die Aug bezahlen. Aber nein! Sie wollen eine monatliche Gewinnbeteiligung. Tja, so ist es. Sie sagen, das stünde Ihnen zu, weil ich mein Geld nur wegen Ihres Optimierungschips verdiene. Tja, das ist denn wohl so. Weil ich meine, das hätte sich ja denken können, wenn man sich mal mit der Mafia einlässt oder mit den Triaden, was ja irgendwie aufs Gleiche hinausläuft, außer dass die vielleicht noch ein bisschen, noch ein paar andere Geflogenheiten haben, dann kommt sowas bei halt rum. Tong, fragen Sie doch mal. Wie haben Sie Tong kennengelernt? Wie die meisten Leute Tong kennenlernen. Ich war verletzt. Und das haben seine Bluthunde gewittert. Sie kamen zu mir und boten mir ihre Hilfe an. Ich wusste gleich, das ist keine gute Idee. Aber ich war so wütend, dass es mich nicht störte. Ah, ja. Was haben wir? Wie viel wollen die von Ihnen? Ein paar hundert Credits im Monat. Das ist nicht viel, aber auf lange Sicht. Sagen wir, Sie haben ein sehr lukratives Geschäft gemacht. Zumal ich nicht Ihre einzige Klientin bin. Dann bezahl doch einfach, wenn das nicht so viel ist. Gott. Also das ist ja wirklich ein bisschen dumm. Also ja, gerade die Mafia, die bekannt ist dafür, dass sie einen auch gerne mal um die Ecke bringt, wenn man nicht zahlt. Weil wenn die gerade gesagt hat, das ist nicht viel für sie. Das heißt, sie muss ja definitiv deutlich mehr verdienen. Gott. Oh Mann, ey. Hätten Sie es nicht auch ohne Optimierung geschafft? Sie hätten heute keinen Ärger, wenn Sie sich an die Regeln gehalten hätten. An die Regeln? Wissen Sie, was passiert, wenn man sich an die Regeln hält? Ich komme aus einer armen Familie. Mein Vater, meine Mutter, meine beiden Schwestern und meine drei Brüder, sie haben alle nichts erreicht. Als ich mich in der Schule abmühte, sagten sie, ich würde meine Zeit verschwenden. Später auf der Kaufmannsschule wieder die gleiche Leier. Sie sagten, ich könnte niemals mit den reichen Kindern und mit ihren Tutoren mithalten. Aber sie konnten. Ja. Ich war Jahrgangsbeste. Ohne Hilfe und spezielle Förderung. Nur durch Blut, Schweiß und Tränen. Und was haben meine Mitschüler gemacht? Beschissen. Sie haben sich den Erfolg wiedererkauft. Und was hat meine Familie gesagt? Dass ich meine Zeit verschwendet hätte. Ich sollte es endlich einsehen. Nach all den Anstrengungen? Nein,
Niemals. Gott. Ja, das hat man ja, aber Tutoren bringen auch nicht so viel, wenn du absolut ein geistiges kleines Miniaturlicht bist, wenn da irgendwie nur 10 Watt brennen, dann bringt das auch nichts. Tutoren, naja, gut. Hab mir sagen lassen, in München kann man als Mathe-Tutor 35 Euro die Stunde verdienen. Naja, wenn man mal Mathe-Tutor, wenn man Mathe kann, na? Prüfungen sind nicht leicht. Bezahlung, ja, hat man ja alles schon gefragt. Ich wollte mich hätte ich gerade noch ein bisschen über Studien aussuchen. Das ist ja, also um mal eine reiche australische Millionärin zu zitieren, eigentlich die reichste überhaupt da, die ihr Geld übrigens von ihrem Vater geerbt hat. Die Leute sollten weniger sich mit Freunden treffen und trinken, sie sollten lieber viel mehr hart arbeiten. Fand ich gut. Also, die Frau hat sicherlich recht. Ich meine, klar. So, zurückkehren. Funktioniert das? Ich versuch's mal. Das Geld oder den Chip? Ich möchte eigentlich nur das Geld haben. Ich mach mal Alpha. Okay, ich verstehe Sie. Sie haben recht. Es ist unbestritten. Aber Sie haben genug durchgemacht, um zu wissen, dass sich die Welt nicht um Recht und Unrecht schert. Es geht nur um Macht. Hört sich so besoffen an. Im Moment beide nicht. So sehr es mich schmerzt, das zuzugeben, Sie haben recht. Und was soll ich jetzt machen? Sag mal, ich hab davon einen Twinkie getrunken. Der hört sich gerade so ein bisschen drunk an. Ist das so, weil ich was gesoffen habe und geht das auch wieder weg? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Credits. Tongs Männer werden ungeduldig und sie wissen, dass sie gefährlich sind. Geben Sie mir einfach das Geld für diesen Monat. Ich... Also gut. Das müsste Sie ruhig stellen. Fürs Erste. Und mir verschafft es etwas mehr Zeit, eine langfristige Lösung zu finden. Hier, nehmen Sie. Ah ja, das ist mir ja generell überhaupt... Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Ja, aber ich sehe, du möchtest bald umziehen. Das ist ja generell, das ist ja ganz komisch hier. Also, wenn man weiß, dass die Mafia hinter einem her ist, wegen so einer Geschichte, da sollte man vielleicht erstmal eine Weile ruhig halten und so tun, als ob, und sich erstmal einen langfristigen, gut ausgedachten Plan ausdenken. Ich meine, ich kann jetzt da nicht unbedingt auf eigene Erfahrung aussprechen, ich habe keine Ahnung, wie die Echtwelt-Mafia so drauf ist, ob die da... Hä? Nein, oder? Oh Gott. Nein, jetzt... Oh, es geht zum Glück. Oh, ich habe doch diese dumme Kiste vorhin runtergeschmissen. Und weil ich das jetzt habe... Ich kann die auch nicht wieder aufheben. Na gut. Ich glaube, ich kann die Leiter auch nicht wieder hochklettern. Naja gut, dann war es jetzt mein letzter Besuch in diesem Ort hier. Und dann geht's halt leider nicht. Ach, wie dämlich. Ja, also die Mafia da, das ist ja sehr... Ich denke, die war ja Jahrgangsbeste. Das ist immer ein typischer Fall von Fachidiot. Ist zwar super im Sachen verticken, aber hat leider keine Ahnung von Mafia bzw. gesunden Menschen. Warum bin ich jetzt schon? Achso. Keine Ahnung von dem gesunden Menschenverstand. Ohne das jetzt großartig über mich zu behaupten, dass ich jetzt hier der Experte bin, aber ich würde sagen, wenn man da kurz nachdenkt, sich die Situation vergewärtigt und sich mal so allgemeine Infos abruft, was man so weiß über die Triaden, BZW Mafia, dann wüsste man, dass man mit einfach nur untertauchen ohne Plan C, D, F nicht viel weiterkommt. Vor allen Dingen nicht, wenn man noch die dicke Technik mitnimmt. Ich habe gestern erst gehört, dass es von iPhone zum Beispiel eine Applikation gibt, die einem immer all deinen Freunden anzeigt, wo du gerade bist. Ist eine tolle Applikation. Ich sehe da auch überhaupt gar kein Missbrauchspotenzial. Und überhaupt gibt es ja zum Glück keine... FBI... wie war das? Die FBI iPhone User Device Datenbank, die letztens mal gehackt wurde. Ich wette, da gibt es auch eine für Android, aber das muss man sich wahrscheinlich als Android-Nutzer... So, wo möchte ich denn jetzt hin? Achso, nee, ich möchte, aber in das Dings komme ich hier gerade nicht rein, oder? Doch. Das solltest du nicht nochmal versuchen, Mann. Vielleicht ein andern Mal. Okay, deine Sache. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegt hast. Was soll ich nicht nochmal versuchen? Hat doch super geklappt beim ersten Mal. Werde ich nochmal tun. Das war ein bisschen umständlicher, als ich... Ich glaube, beim ersten Mal habe ich dann bezahlt, weil ich irgendwie zweimal in dieses dumme Hotel rein muss, in den dummen Club rein musste. Da hatte ich über die Schnauze voll und habe einfach die Kohle auf den Tisch gepackt, weil es war mir einfach zu doof. Wie viel Kohle habe ich eigentlich, wo wir gerade bei Kohle sind? Was zu essen? Genau, jetzt habe ich Hunger. Vielleicht nicht unbedingt auf Kohle, weil ich Kohle nicht mag, aber... Assoziationsketten und so. Also jetzt müssen wir zum Mai. Nee, hier ist die Umkleide. Nee. Hier ist übrigens noch ein E-Book. Herzen aus Stahl. Achso, ja gut, das ist, nee, das brauche ich jetzt. Warte, was mir gerade so auffällt. Quick save. Ich bin ja leider im Hacken nicht schnell genug, um mich unsichtbar zu machen und dann zu hacken. Was haben wir denn hier? Ich versuche jetzt beim Hacken immer alles mitzunehmen. Also auch die Datenpakete. Bringt mir das jetzt endlich noch Zeit? Ja, es bringt mir wirklich noch Zeit. Krass. Zugriff gewährt.